dann sagen solche Coaches auch Vertriebsleute das Gleiche. Nee, es gibt Spezialisierung. Viele IT-Dienstleister haben auch nicht den Mut, den Kunden zu erziehen. Ich eher die Frage stellen, kannst du es dir überhaupt leisten, so weiterzuarbeiten? Mit dem technischen Hintergrund ist es eigentlich aus meiner Sicht viel einfacher. Heute sprechen wir mit einem unserer Kunden, dem Rudolf Schmidt von der Rudolf Schmidt IT. Und wir durften ihn über das letzte Jahr begleiten, ist einer unserer langfristigen Kunden. Genau, wir wollten jetzt einfach die Chance nutzen, einfach mal zu verstehen, was macht so seinen Erfolg aus, was hat er gemeinsam mit uns erreicht und was hat er auch konkret umsetzen können. Hallo Rudolf, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut, danke dir. Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Kannst du dich vielleicht kurz vorstellen, das, was ihr so macht bei euch im Unternehmen? Ja. Also ich bin Softwareentwickler seit über 12 Jahren und habe seit über 12, 13 Jahren selbstständiger Softwareentwickler und seit 2 Jahren baue ich ein Team auf, das Unternehmern berät, öfters größere Unternehmen, Konzerne in der Umsetzung von IT-Projekten. Alles klar, sehr gut. Also eines an technische Erfahrung auf deiner Seite. Wenn wir uns jetzt mal deine Situation vor unserer Zusammenarbeit anschauen, welche Herausforderungen hattest du da? Herausforderungen waren erstmal Verkaufsgespräche für IT-Projekte und auch die Abhängigkeit von IT-Projekten, also Zeit gegen Geld, wenig ergebnisorientiertes Arbeiten, mehr so das typische Body-Leasing. Also quasi, man geht ins Projekt rein, da wird man wie ein Mitarbeiter abgestellt und dass man auch ja, sich erstmal dazu entwickeln muss, in Ergebnissen zu denken, zu handeln, den Kunden auch zu erziehen, zu leiten, zu führen, auch das Selbstbewusstsein bekommt oder hat, den Kunden auch an die Hand zu nehmen, dass das auch so richtig ist und dann auch ein Team aufzubauen, was mit einem zusammen das auch umsetzt. Verstehe. Also, sage ich mal, vom Bodyleasing wegzukommen, von diesem Freelancer-Gedanken hin zum eigenen Unternehmen. Was hat das jetzt für dich, wie hast du dich da gefühlt oder welche Auswirkungen hat das, sage ich mal, dass Kunden euch nach Stunden bezahlt haben, nicht wirklich nach Wert? Wie ging es dir da persönlich dabei? Ich habe auf jeden Fall unterbezahlt, weil man, wenn man im Projekt ist mit anderen Leuten, die, sage ich mal, von außen gleich gesehen werden, weil man X Berufserfahrung in Technologie Y hat, also sehr vergleichbar ist und dann der Kunde auch nicht bewerten kann, wie die Leistung ist, weil er meistens oder zu 99% sogar nicht das technische Verständnis hat, aber man selber den Unterschied sieht, dann kommt man sich natürlich unterbezahlt vor und auch vor allem so dieses Mindset, man ist dann quasi abgestellt wie ein Angestellter, wo man bewusst dass sich dazu entschlossen hat, irgendwann mal selbstständig zu sein, aber man wird dann als Angestellter behandelt. Das heißt, dieses deine Arbeitszeiten werden vorgegeben, Termine wurden vorgegeben, wann du wie erreichbar sein musst, wird dir vorgegeben. Und so kann es halt auch nicht wachsen, weil ein Angestellter hat einen Kunden und ein Unternehmen muss in der Lage sein, mehrere Kunden zu haben. Und mit so einem Modell kannst du einfach nicht skalieren oder als Unternehmen wachsen. Alles klar, verstehe. Also diese klassische, man hat zwar Arbeit, aber es ist nicht die Arbeit, an der man dann wachsen kann, schon gar nicht als Unternehmer. Absolut, ja. Verstehe. Und wenn du dich noch erinnerst an unser erstes Beratungsgespräch, wie war da dein Eindruck, unser Erstkontakt praktisch? Oder wie ist das Beratungsgespräch so abgelaufen? Erstmal, ich war sehr skeptisch, dachte, okay, jetzt kommt der nächste Coach, der mir erzählt, wie die Welt funktioniert. Irgendwie 5 Schritte vorgibt, die irgendwie fraglich sind in der Umsetzung. Aber ich habe schon am System gemerkt, dass das auch eigentlich auch Sinn macht, durchdacht ist. Das hat mich dann auch, das war auch der einzige Grund, warum ich das Gespräch fortgesetzt habe. Und klar, es war am Anfang ein bisschen, kenne die Person nicht. Aber ich habe schon gesehen, dass da ein gewisses Know-how drin steckt. Und ich habe auch gesehen, dass das Konzept, was du vorstellst, dass man eigene Projekte macht, auch das ist, was meine Kunden machen, erfolgreich. Das heißt, Produkte entwickeln, an Auftraggeber verkaufen. Und das ist im Prinzip der Schritt, den ich gehe, dass ich von dieser reinen individuellen Entwicklung mehr zu einer wiederholten individuellen Entwicklung gehe, dass ich quasi Kunden
habe, die spezieller sind, vergleichbarer sind als Konzerne, dass ich daraus auch eine Entwicklung mache, die sehr ähnlich ist zu anderen Kunden, dass man sich spezialisierter aufstellt. Dass man auch nicht mehr so austauschbar ist, nicht nur über die Technologie definiert, sondern wirklich auch mit der Lösung dann praktisch noch mal besser sich darstellen kann und wertvoller wird, oder? Genau, also ein Learning war für mich auch, dass ich irgendwann realisiert hatte in der Zusammenarbeit mit Anwaltskanzleien, in meinem Fall, dass Anwaltskanzleien genau auf der anderen Seite das Problem haben, das ich hatte, nämlich dieses, ja, wir machen Rechtsberatung, wir machen Zivilrecht, wir machen dann dieses Recht, wir machen das Recht, und du denkst jetzt aufsteher, ja, interessiert mich alles nicht, welches Recht du machst. Du kannst auch Maßrecht machen, aber was ist das Ergebnis? Komm auf den Punkt. Und die sind dann in ihrer Bubble drin und kommunizieren auch so, wo du dir als Außensteher gar nicht vorstellen kannst, und das holt dich nicht ab. Und bei mir war es auch damals mit, ja, ich mache Java, ich mache das, die Technologie und das und die Methoden. Und das Lustige ist, wenn du ein Projektleiter vor dir sitzt, der in dem Fall dein Kunde ist, der kann ja nicht zugeben, dass er gar keine Ahnung hat oder dass ihn das nicht interessiert. Aber in Wirklichkeit ist es so. Und dann muss ich halt selber lernen, dass ich mich technisch zurücknehme und dass es auf andere Faktoren ankommt. Also dieses, dass du weniger vergleichbarer wirst, also Persönlichkeit, wie führst du die Gespräche, was fragst du, wie fragst du, die Persönlichkeit auch mehr in den Vordergrund stellen und nicht so dieses austauschbare Java X Jahre und Python Y Jahre und dieses, was alle sonst immer machen. Ja. Ja, auf jeden Fall merkt man jetzt vor allem, wo es wirtschaftlich nicht mehr so gut funktioniert, dass da diese Austauschbarkeit nochmal mehr wird. Und würdest du jetzt sagen, ich höre oft, sich irgendwie zu positionieren ist kompliziert und langwierig. Wie ist da dein Eindruck gewesen? War das für dich einfacher, schwierig oder wie würdest du das beschreiben? Also ich positioniere das ganz ziemlich einfach. Man weiß wie. Man muss sich das erstmal überlegen. Man muss überlegen, auf welche Zielgruppe man Bock hat. Und dann macht man es einfach und geht in Gespräche mit der Zielgruppe rein. Also auch gar nicht so irgendwelche magischen Methode, sondern am Ende hast du Menschen auf der anderen Seite. Den musst du erreicht haben. Dafür hast du Technologien. Aber irgendwann musst du an den Punkt kommen, wo du mit den Menschen redest. Und dann kommst du auch an, dass du ihn verstehst und abholen kannst. Und machst du einfach deine spezielle Nische, wo du, sag ich mal, auf einen gewissen Fokus gehst, welche Unternehmen das sind, aus welcher Branche die sind und wie die arbeiten, welche Größe und Umsatzzahl vielleicht auch noch und Mitarbeiterzahlen, und dann gehst du einfach drauf und redest halt so lange und dann findest du raus, okay, die haben alle irgendwie die gleichen Gedanken, Probleme und Vorstellungen und Herausforderungen und im Prinzip ist das ziemlich vergleichbar. Auch wenn man denkt, dass es sehr individuell ist, aber in dem Fall ist es relativ vergleichbar. Also da wird der Kunde austauschbar, nicht man selber. Verstehe. Würdest du sagen, vor der Zusammenarbeit hättest du die Positionierung auch als einfach, man muss einfach nur machen, beschrieben, oder hat sich das über die Zusammenarbeit auch gewandelt, diese Ansicht? Ja, die Ansicht hat sich auf jeden Fall gewandelt, weil als Außenstehender hat man sich an gewisse Prozesse gewöhnt und denkt sich, okay, es funktioniert ja bisher und das ist das, naja, das Blöde, man denkt sich, was funktioniert, das ist schon okay. Deswegen sind ja viele auch angestellt und nicht selbstständig, weil man ist einmal drin und irgendwie läuft das. Und dann hat man auch nicht so die Motivation, großartig daran was zu ändern, bis man irgendwie einen wirklich guten Grund findet, wie zum Beispiel jemand, der das vorgemacht hat oder das mal gemacht hat und das, sag ich mal, Learning draus ziehen kann. Und im Prinzip war es bei mir so, dieses, es funktioniert und man hat es schon gemacht, man hat es getestet, das ist der Weg und dann schaut man sich das einfach ab und denkt sich, okay, man macht das jetzt auch mal. Alles klar, ja. Auf jeden Fall gut zu hören, dass ihr da den Schritt gemacht habt. Wie würdest du jetzt so unsere Zusammenarbeit beschreiben? Welches Gefühl hast du da generell oder welches hattest du beziehungsweise welches hast du aktuell? Also am Anfang von Skepsis, wie, naja, ich kann den jetzt nicht so richtig einschätzen, ist alles so unklar, weil es gibt ja sehr viele, Dienstleister, die behaupten, Ahnung zu haben von irgendwas und dann doch keine Ahnung haben. Was dich ausmacht, ist, ich kenne andere Vertriebscoaches, die Vertrieb
machen, auch welche mit IT-Erfahrung. Und da kenne ich nicht viele, die das Branchenwissen von dir haben. Also die Sprache, die Probleme kennen. Und dann sagen solche Coaches auch immer, das würde ich auch jedem raten, aufmerksam auf diesen Punkt einzugehen. Sagt dieser Dienstleister, ja, Vertrieb ist immer das Gleiche. Weil das ist so, als ob man sagt, Softwareentwicklung ist immer das Gleiche oder Rechtsberatung ist immer das Gleiche. Nee, es gibt Spezialisierung. Es gibt Java und Python. Bei Rechtsberatung gibt es Immobilienrecht, dann gibt es Urheberrecht und dann gibt es viele Rechtsbereiche. Klar ist irgendwo die Basis gleich, aber es gibt Spezialisierungen. Und bei dir hat man die Spezialisierung auf IT. Projekte, IT-Dienstleistungen und das Ganze drumherum. Und da ist Vertrieb auch immer etwas anders und spezieller als der Vertrieb von Möbelhäusern oder sowas. Das ist auch, die Leute sind anders, die Ansprüche sind anders, die Vorstellungen sind anders. Wie zum Beispiel schon erwähnt, Bodyleasing. Ja, wenn man dieses Problem nicht kennt, kann man damit auch nicht umgehen. Aber ich habe schon auch in der Zusammenarbeit gemerkt, was sehr wichtig für mich ist oder was ich zu schätzen weiß, ist dieses ergebnisorientierte Arbeiten. Also, dass es nicht darauf ankommt, irgendwie, welche Zeit man zusammen verbringt, wie die meisten das machen, so stundenbasiertes Arbeiten, das predigst du für deine Kunden, das nicht zu tun, aber du machst es auch selber nicht, sondern in Ergebnissen zu denken. Und das ist auf jeden Fall viel besser, viel cooler als dieses, ich bin Anwalt und ich rechne Stundensatz X aus oder ich bin Dienstleister Y und mache Stundensatz so und so. Weil interessiert einfach nicht, weil man will wissen, was kriegt man dafür, was ist das Ergebnis. Und ein anderes Gefühl ist Integrität. Das denke ich auch, dass du, sag ich mal, daran interessiert bist, dass dein Kunde vorankommt und nicht dieses, ach ja, irgendwie, es hat ja mit mir nichts zu tun und ach, ich habe es probiert, aber es läuft nicht und auch dieses Dranbleiben und nicht aufgeben, dieses Disziplinierte dahinter. Auf jeden Fall, ja, vielen Dank fürs Feedback. Das ist uns auch immer wichtig, sage ich mal, Kundenergebnisse zu liefern und nicht nur da zu sein, sage ich mal. Welche andere, sage ich mal, Sorgen oder Einwände hattest du sonst vor der Zusammenarbeit? Ja, natürlich so das Typische, ne? Man zahlt Geld und dann ist das Geld weg. Oder das Geld ist weg mit einer geringeren Leistung, als was man sich erhofft hat. Oder das ist nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Oder die Ergebnisse stimmen nicht. Oder es wird komisch. Oder am Anfang ist man motiviert und später hat man nach dem Close konzentriert man sich auf neue Closes und neue Kunden und neue Kundenakquise, wie das auch bei vielen Unternehmen ist. Und ob das auch grundsätzlich funktioniert, ja, das sind so die Sorgen. Weil es machen auch nicht viele. Deswegen gibt es auch viele nicht erfolgreiche IT-Unternehmen, die in Technologien denken, genauso wie bei Anwälten viele in Rechtsberatungen denken, was niemanden interessiert. Und sehr selten gibt es auch Kanzleien, die auch sehr ergebnisorientiert arbeiten, aber die gehören zur Minderheit. Und deswegen habe ich mich auch in der Seite gesehen und habe gesagt, okay, ich muss das ändern, ich muss weg von diesen Technologien, wie die Anwälte und mich mehr auf die Ergebnisse konzentrieren. Ja, dich auch im Markt zu differenzieren, wenn ich dich da richtig verstehe. Genau. Okay, und was würdest du jetzt sagen, waren jetzt so die größten Vorteile unserer Zusammenarbeit? Vorteil ist auf jeden Fall, dass man jemanden hat, mit dem man zusammen über den Tellerrand hinaus sehen kann, Feedback bekommt, reflektieren kann, also Sachen hinterfragen kann, ob seine eigenen Ansätze so immer richtig sind. Zum Beispiel ein Beispiel von mir, was mich zum Beispiel, ich bin einfach ein Beispiel, das hat auch seine Berechtigung irgendwo. Ich war relativ am Anfang gehetzt, weil ich dachte, dass es auch ein Vorteil ist, wenn man sehr flexibel arbeitet. Im Sinne des Kunden, er ruft an und antwortet man schnell. Und, ne, aber es hat irgendwann dazu geführt, wenn man mehrere Sachen macht, dass es auch nicht nur auf die mentale Psyche geht, sondern auch nicht lösungsorientiert ist. Und dass es manchmal auch, dass der Kunde auch sich manchmal auch
dass man den Kunden erziehen muss, dass er sich auch mal zurücknimmt und auch mal seine Sachen besser plant und nicht dieses wie Mitarbeiter hektisch, ja, wann bist du erreichbar und heute bist du erreichbar und bist du in den nächsten 15 Minuten erreichbar, wo ich gesehen habe, okay, jemand macht das halt anders und vielleicht macht es auch Sinn, das bei mir ein bisschen mehr reinzunehmen. Also man lernt auch Verhaltensweisen dazu von anderen Unternehmern, weil wenn man immer im Projekt ist mit, sag ich jetzt mal, mit Leuten, die irgendwie selber nicht wirklich auf der Höhe sind, und dann gewöhnt man sich auch gewisse Umgangsformen, wie zum Beispiel dieses typische Arbeitnehmer-Bodyleasing-mäßige und wenn man immer hört, ja, aber andere machen das auch so und ein Klassiker bei uns, dann denkst du wirklich, es ist irgendwie nötig, so zu sein, weil du willst dich auch durchsetzen. Mhm. Aber dann gewöhnt man, wenn man sich dann mit Unternehmern auseinandersetzt, die andere Arbeitsweisen haben, dann gewöhnt man sich andere Arbeitsweisen auch teilweise an und kann daraus davon profitieren. Das hat mir zum Beispiel geholfen. Oder ist klar. Auch, was mir auch geholfen hat, ist, dass die Emotionen zurücknehmen. Weil in der Zusammenarbeit fand ich auch gut, ja, dass man auch, sag ich mal, emotionslos oder sehr nüchtern auf Dinge schaut und damit arbeitet und nicht so in diesen Drang verfällt, okay, in Emotionen sich reinzusteigern und Dinge zu hinterfragen, mehr Fragen zu stellen. Wie meinst du das? Ist das so richtig? Und auch im Interesse des Kunden zu argumentieren. Das hat mir sehr geholfen. Mhm. Auf jeden Fall. Also du sagst, einerseits Strukturen, die zwar den Kunden vielleicht im ersten Moment so einen Moment geben, ja, warum macht er das? Aber langfristig für dich, aber auch den Kunden einen Vorteil zu haben, dass du einfach eine bessere Struktur, eine unternehmerischere Struktur für dein Unternehmen auch etablieren kannst. Weil das Problem ist, genau, das Problem ist, IT-Projekte, die werden geführt von Angestellten. Das ist das ganz große Drama, nicht von Unternehmern. Das heißt, im Konzern hat man es immer mit einem Angestellten zu tun, der als Angestellter angestellt ist und als Angestellter denkt und auch erwartet, weil er es nicht anders kennt, dass jeder andere auch so arbeitet, wie er arbeitet. Ja. Und das ist halt das große Drama der Sache. Jemand gibt Dinge vor, die nicht effizient sind. So als ob eine Krankenschwester, die nicht studiert hat, einem Arzt erklären möchte, wie er seine Operation zu führen hat. Das ist natürlich völlig Unsinn, aber das sehen die Leute nicht. Und der große Fehler ist, viele IT-Dienstleister haben auch nicht den Mut, den Kunden zu erziehen, sondern die, na, wenn der Kunde, ich habe Sachen gehört, wie wenn der Kunde sagt, stell dich mit einem Bein auf, der bezahlt das, dann macht er das. Und ich denke, das irgendwie kann das nicht richtig sein. Das fühlt sich nicht richtig an, das macht gar keinen Sinn. Also das sind nicht meine Ansprüche, aber es sind die Ansichten von anderen Dienstleistern, mit denen man im Markt verglichen wird. Genau. Ja, also einfach da eine gewisse Kundenführung auch, ein gewisses Selbstbewusstsein, diese Kundenführung überhaupt anzuwenden mit der Sicherheit, okay, das funktioniert auch, dass du da viel Sicherheit gewonnen hast, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Also was mir halt geholfen hat, ist, mehr Fragen zu stellen, weil ich kam mir blöd vor, Fragen zu stellen, aus welchem Grund auch immer, am Anfang, weil ich ging davon aus, ich habe schnell geurteilt. Klar, ich habe ein bisschen gestellt, aber irgendwann dachte ich, okay, ich habe das jetzt verstanden, habe es aber doch nicht so richtig verstanden. Fragen stellen im Verkaufskontext oder wie meinst du das konkret? Auch generell. Also nicht nur Verkauf, sondern auch in der Kundenbetreuung habe ich Sachen gelernt, weil da geht es ja auch ums Verkaufen. Man verkauft den Moment oder man verkauft die Situation. Man verkauft, warum das nächste Meeting nicht sinnvoll ist. Man verkauft sich eigentlich jeden Tag. Und da einfach Fragen zu stellen, warum ist das so? Was ist die Erwartung? Was ist wichtig? Warum ist das wichtig? Nachzubohren, das macht niemand. Und das ist die Kunst. Und das habe ich auch irgendwann in meinen Charakter so eingebaut, dass ich das generell mache. Also auch im Umgang mit Mitarbeitern. Dass ich dann sind interessante Sachen rausgekommen, wo du denkst, ey, das kann doch nicht wahr sein. Oder Mitarbeiter trauen sich dich nicht, das anzusprechen, du ziehst es denen aber trotzdem raus. Und das unterscheidet auch aus meiner Sicht einen guten Geschäftsführer von einem schlechten Geschäftsführer, dass er in der Lage ist, nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern tief reinzugehen und die Sehnsüchte, die Wünsche von seinen Mitarbeitern oder Geschäftspartnern auch zu verstehen und damit zu arbeiten. Verstehe. Und würdest du da sagen, sage ich mal, mit deinem technischen Hintergrund, du kommst aus der Entwicklung, hast dich dann selbstständig gemacht mit dem Ziel, auch ein Unternehmen zu gründen, würdest du sagen, das war schwierig für dich, dir das anzueignen, mehr als Unternehmer zu denken, auch verkäuferisch da noch aktiver zu werden?
oder war das eher einfach mit uns? Es war ungewohnt. Mhm. Es war auf jeden Fall ungewohnt. Aber ich als technischer, mit dem technischen Hintergrund ist es eigentlich aus meiner Sicht viel einfacher, weil jemand, der in Emotionen denkt, hat vielleicht am Anfang einen kleinen Vorteil, weil er vielleicht euphorischer, die Menschen begeistert etc. Aber dafür hat er keine Struktur und hat auch keinen Plan, wie er seine Gespräche aufbaut und sieht auch nicht die Notwendigkeit, wo ein technischer Typ, der geht irrationaler an die Sachen ran. Er versteht, ein Gespräch ist auch wie eine Autobahn. Man kann das planen, man kann eine Struktur draufsetzen, man kann eine Richtung festlegen, man kann Prozesse definieren, man kann Mindsets definieren. Also man ist nicht die Person, die man heute ist, man kann diese Person quasi formen. Mhm. Ich habe mich dann auch selber erfunden, ich habe mich dann geformt. Ich habe gesehen, ey, als einzelner Softwareentwickler kommst du nicht weiter im Markt, du bist immer runter oder oft runtergesetzt. Ja, andere machen das so und du bist halt nur eine Person. Deswegen war irgendwann so für mich die Einsicht gekommen, wenn du Softwareprojekte entwickeln möchtest, wie die halt sein sollten, nämlich effizient, richtig, von der Qualität gut, weil das sind meine Ansprüche. Mhm, ja. Dann musst du auch darüber hinausgehen, über die Softwareentwicklung hinaus und auch als Unternehmer Rahmenbedingungen setzen oder vorgeben können für andere und für sich selber, um das zu ermöglichen. Also nicht so oft auch durchzusetzen. Also quasi, ich habe die Software nicht in der Software entwickelt, sondern ich habe das dann im Unternehmen weiterentwickelt. Ich habe darüber hinaus entwickelt. Ja. Also, ja, das ist auf jeden Fall ein extrem wichtiger Punkt. Das sehe ich auch oft bei Interessenten von uns, die sagen, ja, Georg, mach du für uns den Vertrieb, wo ich sage, ja, da muss auch eine Veränderung, sage ich mal, im Unternehmer selbst stattfinden, um die Ergebnisse auch zu ermöglichen. Da bist du ein gutes Beispiel, sage ich mal, wenn man hier wirklich die Situation in die eigene Hand nimmt, dass es auch langfristig eine Veränderung gibt, weil, sage ich mal, so Partnervertrieb und irgendwie einen Dienstleister einzustellen, der dann den Vertrieb für einen macht, ist, sage ich mal, selten die Lösung, weil es nicht nachhaltig ist. Ich würde auch sagen, Verkaufen ist, oder für Unternehmensführung oder Unternehmertum ist Verkaufen. Es geht eigentlich, das ist die Kerntätigkeit. Und ich sehe das auch oft bei meinen Kunden, wenn die halt, sag ich mal, Projekte umsetzen möchten und nicht wissen wie, dann rufen sie so die üblichen Verdächtigen an, die üblichen Dienstleister, die eigentlich auch alle gar keine Ahnung haben, weil die irgendwie alle nur Verkäufer sind und nehmen da irgendwelche Anforderungen an von Leuten, die gar keine Ahnung haben. Ne? Mhm. Der muss Computer haben, der muss HTML können, der muss Web kennen. Und ne? Dann nehmen die dann so eine Anrufliste und telefonieren dann die ganzen Dienstleister ab. Können sie HTML, können sie JSON, können sie Web? Und wenn du denkst, ey, das ist doch irgendwie, das ist wie ein Obsthandel. Ne? Man schiebt das Obst von der einen Seite zur anderen, mhm, und da fehlt die Kompetenz. Und ich denke, ja, die Verbindung zu Verkauf und einem guten technischen Hintergrund ist auch auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und was hat dich so am meisten überrascht eigentlich in der Zusammenarbeit? Am meisten überrascht? Gute Frage. Sich überlegen, was es geben könnte, was mich sehr überrascht hat. Hat sich die Denke schon so verändert von vor einem Jahr, dass alles normal wirkt praktisch? ja, also vielleicht das, was ich schon erwähnt habe mit den Fragen stellen, das hat mich halt überrascht. Das ist wirklich, also dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass andere denken wie du oder empfinden wie du. Weil man schießt schnell von sich auf andere, also ich, bei mir zumindest. Und es ist irgendwie erstaunlich, wie viel man rausbekommt, wenn man Fragen stellt, auf einem Niveau, was wirklich Kindergarten-ähnlich ist. Also wirklich fragen, warum ist das so, warum ist das so, warum ist das so, bis man zu einem Kern kommt und auch, sag ich mal, die Kunden auch oft, genau das hat mich überrascht, dass die Kunden auch selber nicht wissen, was die wollen. Das ist eigentlich ein guter Punkt, der mich am meisten überrascht hat, wenn du fragst, warum wollt ihr das so? Ach, wissen wir eigentlich selber nicht. Gute Frage. Müssen wir überlegen. Ja, vermutlich, weil so und so. Und dann denke ich mir auch,
man seine eigenen Ziele nicht kennt, Visionen und Richtungen, wie willst du dann anderen erklären, was du für Ergebnisse haben möchtest? Das ist gar nicht möglich. Ja. Und da sehe ich mich auch ein bisschen als Coach für solche Kunden, der die dann ein bisschen Mindset-Coaching mitgibt. Ja, na, ihr müsst schon wissen, was ihr wollt. Ne? Also ihr könnt jetzt nicht jemanden beauftragen, einfach so aus Lust und Laune heraus und erwarten, dass irgendwas Magisches passiert. Es wird was passieren, aber es kann nicht garantiert sein, dass das passiert, was ihr euch eigentlich davon erhofft. Ja, auf jeden Fall. Kundenführung ist da das Stichwort, was viele brauchen praktisch. Absolut, ja. Ja. Ich habe auch oft Projektleiter erlebt, die einfach nur eine Assistentin sind vom Kunden. Also die stehen zwischen dem Entwickler und dem Kunden und dann vermitteln die eins zu eins, was der Kunde sagt. Da rufen die panisch an, oh, der Kunde hat aber gesagt, er hätte gerne mehr Meetings. Der Ja. Klassiker. Oder der Kunde hat gesagt, das geht ihm alles zu langsam, wir müssen jetzt schneller auf Gaspedal Die treten, wir müssen Tastatur jetzt haben. schneller und noch heftiger und mit der Peitsche und ne? Und du denkst, okay, was ist überhaupt deine Rolle? Deine Rolle ist auch, den Kunden zu erziehen, aber das machen viele nicht. Deswegen, meiner Sicht, viele Projektleiter sind völlig fehl am Platz, weil die auch keinen technischen Hintergrund haben und keinen unternehmerischen Hintergrund. Ja, verstehe. Jetzt, wenn wir uns mal deine Veränderung anschauen vom Anfang, wo du meintest, ja, du warst eher technisch, du hast die Fragen nicht gestellt, du bist jetzt unternehmerisch besser aufgestellt, das klingt nach ganz, ganz viel Arbeit. Und viele Interessenten sagen, ja, sag ich mal, ich habe da noch, habe nicht so viel Zeit, mich da zu verändern. Wie hast du das wahrgenommen? Gute Frage. Ist auf jeden Fall umgekehrt. Ja. Ich hatte früher keine Zeit, weil ich immer gehetzt war und also viel mit mir machen lassen habe. Ich war niemals, dass ich alles mitgemacht habe, aber sehr viel mehr und auch unnötig. Ja. Auch nicht im Sinne des Kunden, weil ich einfach egoistisch an mich gedacht habe, ja, ich muss jetzt das Geld bekommen, ich, ne, will jetzt abrechnen, aber wenn die Projekte scheitern und du dadurch frustriert bist und auch den Grund siehst, warum die Projekte scheitern, dann musst du auch irgendwann zur Einsicht kommen, dass du Verantwortung übernimmst, auch für den Kunden, weil er weiß es ja nicht besser. Denn du holst dich ja ins Boot, weil er Vertrauen hat, dass du ihm irgendwie helfen kannst. Da musst du auch manchmal harte Gespräche führen und manchmal unangenehme Gespräche führen, die Emotionen rausnehmen, das Ego rausnehmen und dem Kunden auch erklären, warum er Fehler macht. Und den Kunden auf diese Weise führen. Ja, auf jeden Fall den Kunden praktisch zu seinem Glück zwingen, wie ich immer sage. Genau, absolut. Ja. Wenn ich das sage, dann sind die Leute manchmal entsetzt. Aber es ist eigentlich genau das. Man muss manchmal den Kunden geschickt zu seinem Glück zwingen. Es ist wie der Junkie, der jetzt das Meeting möchte, also die Droge, so die kurzfristige Befriedigung. Also möglichst oft den Adrenalinschub, dass er in seinem Teams da 20 Leute sitzen sieht und dann, oh geil, und es ist groß und ich bin wichtig und ich rede und alle hören zu. Der Junkie kriegt seine Therapie im Krankenhaus. Was nicht so spannend ist und schmerzhaft ist, diese Einsichten, aber ihm auf jeden Fall mehr helfen wird. Ja, verstehe. Wenn du jetzt sagen würdest, heute hast du mehr Zeit als früher, wie hast du es, sag ich mal, am Anfang der Zusammenarbeit geschafft, da auch die Zeit aufzubringen, um da was strategisch auch zu verändern oder generell zu verändern? Das sehe ich ganz, ganz oft, dass es heißt, Georg, ich habe keine Zeit, sonst würde ich ja was machen. Wie stehst du zu dem Thema? Ja, ich würde mal sagen, klar, man muss am Anfang Zeit investieren, um sich umzuorientieren und Dinge zu hinterfragen. Das kostet schon Zeit und Energie. Allerdings würde ich eher die Frage stellen, kannst du dir überhaupt leisten, so weiterzuarbeiten? Angesichts des Potenzials, was möglich ist. Also ich habe, sag ich mal, ich investiere meine Zeit, die übrig bleibt, nicht jetzt in, dass ich einfach sage, ich habe jetzt meine Zeit, sondern ich investiere meine Zeit, die jetzt nicht mehr geworden ist, weil die Zeit begrenzt ist, in wichtigere andere Dinge. Und habe daher für das Operative so gesehen viel mehr Zeit, weil ich Dinge auch abgebe, zum Beispiel Bürokratie, Verträge und so weiter. Also das ist auf jeden Fall wichtig, weil in meiner Industriebranche gibt es leider viele IT-Dienstleister, die sind eine Ein-Mann-Armee, die machen alles. Ja, das ist so genauso sinnvoll wie ein Restaurant zu haben. Da hast du einen Chefkoch, da hast du einen Kellner, also in einer Person, also einer, der kellnert, der nimmt die Bestellung an, der kassiert,
Der macht die Buchhaltung, der kocht, der schneidet die Gurken und Tomaten. Das macht ja gar keinen Sinn. So kannst du ja nicht effizient Aufgaben teilen, aber in meiner Branche ist das ziemlich üblich, so zu arbeiten. Und daran erkennt man, wie unprofessionell eigentlich auch IT-Projekte gemacht werden. Ja, IT-Projekte werden, sag ich mal, wie im Mittelalter gemacht von der Arbeitsweise. Eine Person, die macht alles und am besten auch noch Motivationscoaching und Mindset-Coaching und Marketing-Coaching und Kundenbetreuung und Anforderungsanalyse und im Prinzip alles. Und das lässt man sich auch gefallen, weil die Entwickler meistens auch introvertierte Menschen sind, die gar nicht Dinge aussprechen können und erklären können und den Mitarbeiter, den Kunden nicht führen können, wenn schon der Projektleiter den Kunden nicht führen kann. Was erwartest du von einem einfachen Entwickler, der sehr gut in seiner Tätigkeit ist? Natürlich macht er dann alles mit wie ein Mitarbeiter, aber es macht ihn auch nicht wirklich besser dadurch und den Kunden auch nicht wirklich glücklicher. Auf jeden Fall. Ja, wir haben auf jeden Fall, bei dir sieht man eine große Veränderung, die da auch stattgefunden hat. Was würdest du jetzt zu jemandem sagen, der noch über eine Zusammenarbeit mit uns überlegt oder nachdenkt? Also ich würde es ich würd einfach sagen, ins Gespräch reingehen, Fragen stellen und dann wird man an den Fragen merken, dass man Skip Schlienbacher Ahnung hat von seinem Thema, weil er selber aus der IT-Welt kommt, was die meisten nicht tun und auch die Sprache spricht und deswegen die Probleme auch kennt. Und wenn man das einmal gesehen hat, dann weiß man eigentlich, an sich ist Potenzial vorhanden. Und auch, sag ich mal, sich durch die Prozesse durchdenken, wie genau kann man, sag ich mal, die Prozesse anwenden, die vorgestellt werden. Und ob das so sinnvoll ist. Für mich hat das Sinn gemacht. Klingt gut, dass man aus individueller Auftragsentwicklung zu einer Produktentwicklung geht, die auch über eine Auftragsentwicklung entwickelt wird, aber irgendwann so groß wird und ausgereift, dass man daraus wiederkehrend Aufträge generiert. Und so machen das auch meine Kunden. Also ich sehe das ja selber live, dass das so gemacht wird. Wir sehen die Frage, warum machen das nicht andere oder ich zum Beispiel. Und wenn man das einmal im Verstand hat, gesehen hat, dass das System an sich real ist und funktioniert. Es ist nicht irgendwas, ja, irgendeine gehypte Idee, was Neues, sondern es ist ein Standard. Und man muss halt anders gedanklich reingehen und sich auch ungewohnte Situationen stellen. Und das ist einfach das Mindset am Ende, die Leute daran hindert, das umzusetzen. Dieses Gewohnte, ich habe das schon immer so gemacht. Es für mich funktioniert irgendwie und es funktioniert irgendwie die ganze Zeit und ich traue mich auch nicht. Und auch sich die Frage zu stellen, willst du wachsen oder willst du nur das tun, was du kennst? Und wenn du das tust, was du kennst, wirst du auch nie in eine Entwicklung kommen. Und das ist für mich auch ein Mindset, dass ich versuche, jeden Tag besser zu sein als gestern, auch deswegen Fitness mache, dass ich versuche, jeden Tag mehr Gewichte zu heben oder öfter zu heben als das letzte Mal und dadurch die Muskeln immer mehr anzureizen. Und genauso psychisch, dass du dich immer neueren Situationen stellst und dadurch auch psychisch wächst. Und ich habe bei mir auch persönlich eine Entwicklung erfahren, es sieht so aus, dass ich anfangs sehr, also verglichen zu heute, relativ hektischer war und gestresster und eine Situation war, wo ich eigentlich nicht sein wollte, weil dann fünf Leute vor mir sitzen und mich mit Fragen löchern. Ich denke, eigentlich habe ich gar keine Ahnung von. Und, aber dass man trotzdem versucht, cool zu bleiben oder wenn Probleme kommen, auf die man nicht vorbereitet war. Und deswegen kommen Fragen, auf die man nicht vorbereitet war. Dass man Nerven auf Stahl hat und sagt, okay, man bleibt entspannt und man sieht das auch, man zieht die Emotionen raus aus der Situation. Also dieses emotionslose oder losere, dass man sich auf, ja, sag ich mal, auf den emotionslosen Aspekt konzentriert. Das ist auch der Unterschied zu vielen
Unternehmern, habe ich festgestellt. Ein Angestellter ist oft sehr viel emotionaler und ein Unternehmer ist viel rationaler, viel cooler, wenn man so möchte, in gewissen Situationen. Dadurch ist er auch erfolgreicher. Das war bei mir auch eine Entwicklung, die ich auch spürbar gesehen habe, die auch ermöglicht war, weil ich mich auf Situationen gestellt habe, wie öfters Verkaufsgespräche, öfters Präsentationen vor Leuten, wo ich gelernt habe, cooler aufzutreten. Und das kann man nur machen, wenn man auch neue Herausforderungen sich sucht. Aber wenn man ein Typ ist, wo man das gar nicht möchte, man möchte nicht im Leben vorankommen, dann kann man auch auf der Ebene bleiben. Nur dann sage ich, du wirst auch auf der Ebene nicht bleiben, sondern du wirst eher Rückschritte erzielen, weil du wirst älter und die Einstellung, ich bleibe da, wo ich bin, heißt, ich gehe Rückschritte. Weil entweder man wächst oder man schrumpft, da gibt es keinen dazwischen. Ja, das wollen viele nicht wahrhaben, wenn sie sagen, ja, ich will nicht wachsen, aber es gibt entweder den Aufwärtstrend oder den Abwärtstrend auf jeden Fall. Und dann kommt sowas wie Corona noch dazu, wo du dann mit deiner gemütlichen Haltung nicht warst. Und das war bei mir da 2022 war das, oder 20, mit dem Lockdown, mit den Lockdowns, da war es ja relativ, das sind 30% meiner Kunden pleite gegangen, ganze Unternehmen. Einfach so, weil die auch dieses Jahr, es hat bisher funktioniert und wir wollen uns gar nicht entwickeln. Ja. Nur wenn du überleben willst, man weiß ja nicht, was morgen passiert, musst du immer ein bisschen einen Vorsprung haben. Mhm. Nicht so immer an der Kante leben, eng kalkuliert, sondern ein bisschen mehr auf der hohen Kante haben als benötigt, um für solche Fälle auch ausgestattet zu sein. Mhm. Auf jeden Fall etwas vorzusorgen, auch, sage ich mal, nicht so sehr ins Risiko zu gehen, was manchmal der Komfort ist, anstelle ins Wachstum zu gehen, wo viele sagen, ja, Wachstum ist risikobehaftet, ja, dann versuch mal gleich zu bleiben, wie groß da das Risiko ist. Wem würdest du jetzt so, sage ich mal, eine Zusammenarbeit weiterempfehlen mit uns? Also auf jeden Fall allen Unternehmen, die noch sehr viel selber machen, manuell machen, kleine Unternehmen, die sehr viel wo wenige Personen alles machen, also nicht spezialisierte Aufgaben haben, wo jeder irgendwie was macht, nicht organisiert sind. Auch emotionale Leute, würde ich sagen, weil die müssen doch mal vielleicht eher lernen, sag ich mal, wie man seine Emotionen in den Griff bekommt. Ich war nie emotional, aber auch ich habe gelernt, wie ich meine Emotionen noch mehr in den Griff bekomme durch die Zusammenarbeit, durch das sich in Situationen begeben, die unangenehm sind, wo du dann gezwungen bist, rational zu bleiben, auch sich selber zu reflektieren, wo ich auch am Anfang das sehr unangenehm empfand, mich selber, ja, meine Stimme zu hören und Verkaufsgespräche von mir selber zu hören, weil ich da gleich irgendwie das Ego mit verbunden habe, es persönlich gesehen habe, wo es eigentlich gar nicht nötig ist, sondern es ist einfach ein System. Ne? Also man kann das lernen wie Kampfsport. Ja, es gibt Verhaltensweisen, die besser sind, effektiver sind als andere. Und jemand, der einfach auch eine Richtung benötigt, wie er Dinge besser macht, weil es für ihn selber zu lange dauert, das zu probieren oder zu anstrengend ist. Also vor allem so wie ich, Solo-Selbstständige damals, die einfach mehr wollen, die vorankommen wollen, die mehr Zeit möchten, mehr Energie, vor allem bei mir die Energie, dieses Mentale, dass man sich nicht mal mit Bürokratie beschäftigt, mit Abrechnung, mit Buchhaltung oder mit Vorqualifizierungsgespräche, weil ich die abgegeben habe, was auch für mich viel entspannter ist, also Leute, die gestresst sind von ihrer Arbeit und die einfach vorankommen möchten, also Unternehmen aufbauen möchten und mehr Freiheit, Zeit haben möchten, mehr Geld, mehr Umsatz machen möchten. Perfekt. Ja, haben wir schon einiges erreicht mit euch. Jetzt geht es praktisch an die nächsten Baustellen, das nochmal weiter zu automatisieren, weiter zu delegieren, Kundenakquise nochmal weiterzubringen, noch erfolgreicher zu machen, auch automatisieren. Da freue ich mich auf jeden Fall. Deshalb, wenn du jetzt zuschaust und sagst, ja, das klingt gut, melde dich da gerne bei mir, trag dich dazu im kostenlosen Gespräch an, wo wir eben deinen Businessplan anschauen. Und dann sehen wir uns an, ob und wie wir euch auch helfen können, so wie wir auch der Rudolf Schmidt IT geholfen haben.